Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich zwei Mystery Boxen von Beauty Bay und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die erscheinen unregelmäßig. Du hast teilweise Mystery Boxen von bei Beauty Bay, wie ich die jetzt hier habe. Die hat jetzt 35 Euro gekostet und es gibt auch noch Mystery Boxen, da habe ich euch auch immer mal wieder welche von gezeigt, die von Fremdmarken sind. Da habe ich jetzt hier von The Beauty Crop eine. Genau, die sieht nicht ganz so nice aus, aber wir gucken uns die gleich mal in Ruhe an. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir werfen einen Blick hinein. Die sind jetzt gerade in diesem Moment ausverkauft, aber die kommen immer mal wieder, dass da halt auch solche Mystery Bundles angeboten werden. Haltet dazu einfach die Augen offen. Ich poste sowas gerne im Community-Tab oder auf Instagram in meiner Story, dann geht das auch immer ein bisschen schneller, ne? So wie auch diese Bundles hier. Und die waren jetzt quasi zum mehr oder weniger End-of-Year-Sale am Start. Hier habe ich jetzt einmal die By Beauty Bay-Geschichte. Das heißt, da sind auch Produkte von By Beauty Bay, also von der Eigenmarke von Beauty Bay drin enthalten. Und ich liebe die Lidschattenpaletten. 35 Euro hat die, wie gesagt, gekostet. Und wir haben hier vor allem Make-up drin, aber auch ein kleines bisschen Pflege. Das ist nämlich das Skin Hit Hydrating Serum mit Hyaluronsäure und Glykogen. 50 Milliliter sind hier drin. Ich muss wirklich sagen, dass die bei Beauty Bay Skincare mir sehr gut gefällt. Also ich habe die den Abschminkbalsam auch schon mal verwendet und auch das ein oder andere Gesichtsserum oder Gesichtsöl. Das hier ist auch ein Produkt, was ich dann verwenden würde, einfach als Kombinationsprodukt, weil ich habe hier mal ein Video gedreht, da ging es um Wirkstoffe. Hyaluronsäure ist immer so ein bisschen die Basis, die Schweiz des Ganzen und das kann man super kombinieren mit anderen Wirkstoffen, wenn man das ganze Skincare-Game aufpeppen möchte und da hast du einfach was Gutes halt gegen hier so Trockenheitsfältchen und so, ne? Als nächstes habe ich hier Prebiotic Avocado Oil Cleansing Gel. Nee, das habe ich noch gar nicht. Das ist ja auch cool. Kannst du morgens und abends verwenden. Und ja, nice. Das habe ich hier auch. Nee, das wäre natürlich was, wenn ich ja auch noch den Abschminkbalsam drin hätte. dann hättest du hier so ein richtig schönes Double Cleansing am Start. Kenne ich noch gar nicht. Wird auf jeden Fall mal ausprobiert, weil wie gesagt, diesen Abschminkbalsam mochte ich sehr gerne. Und der ist auch relativ günstig. Ne? Also schaut da gerne mal in der Infobox vorbei. Ich setze euch mal einen Link dazu rein. Denn alle bei Beauty Bay Links, die ich, oder alle Beauty Bay Links, die ich habe, sind Affiliate Links. Das heißt, solltet ihr darüber bestellen, bekomme ich eine kleine Provision. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie einen Code oder so. Den gibt es immer mal wieder. Letztes Jahr gab es ganzjährig den Code, glaube ich, WOW10, sodass du auf fast alle Produkte immer irgendwie 10% bekommen konntest. Also hierüber freue ich mich auch. Schön, ne? Also da hast du auf jeden Fall auch Produkte schon mal hier drin enthalten, die jeder verwenden kann. Dann gibt es hier noch was, und zwar das Skin Hit Correcting Serum. Das kannst du zum Beispiel kombinieren mit dem Hydrating Serum. Hier hast du AHA und PHA drin enthalten, 50 Milliliter. Und es ist von der Verpackung her das Gleiche und auch von der von dem Produkt, was da drin ist, von der Umverpackung her. So kann bei Beauty Bay das Ganze halt auch ein bisschen günstiger produzieren, indem die halt immer die gleichen Verpackungen nehmen und so und halt nur den Inhalt und dann hier dieses Aufschriftgedönsen ändern. Ne? Und ja, AHA, PHA sind Peelings. PHA ist ein ganz, ganz mildes Peeling. So ein Einsteiger-Peeling, was ich jetzt auch eine ganze Zeit verwendet habe. Dann gibt es noch, ich habe hier auch ein Video zu Säure mal oder zu chemischen Peelings gedreht. AHA ist so ein bisschen dieses Slow-Aging-Wirkstoff-Hilfstoffsprodukt, sage ich jetzt einfach mal dazu. Und BHA ist dafür da, um Unreinheiten zu bekämpfen, um die Verhornung zu lösen. Und hier haben wir halt mit dem AHA auch noch einen Slow-Aging-Wirkstoff. Mensch, so, habe ich jetzt hier einmal die ganzen Skincare-Produkte gezeigt. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den Lidschattenpaletten. Da habe ich einmal hier die Earthy drin und die müsste ich auch schon da haben. Ich glaube in groß, bin mir aber nicht ganz sicher. Die haben wirklich gute Qualitäten und so oft, dass ich für mich oder auch, wenn ich in Videos, Entschuldigung, da waren habe von Sammy, wenn ich Videos drehe und euch das halt so erzähle, ich vergleiche sehr viel mittlerweile mit bei Beauty Bay, weil bei Beauty Bay für mich persönlich eine so krasse Qualität hat, das ist ähnlich wie damals BH Cosmetics, du hast alles mit BH Cosmetics verglichen und mittlerweile ist es halt so, dass ich High-End-Produkte auch sehr gerne mit bei Beauty Bay vergleiche. Denn du hast eine Qualität, die ihresgleichen sucht. Also wir haben farbechte, matte Töne, die toll aufs Auge kommen, die sich schön verblenden lassen. Wir haben auch großartige Schimmertöne, die du
am besten mit einem Glitter-Glue, zum Beispiel den von NYX, auftragen solltest, damit das auch nicht irgendwie im Laufe der Zeit runterrieselt, weil du immens viel Strahlkraft auf dein Auge bekommst. Ne? Ich habe heute auch, also ich habe einen Look geschminkt, wo ich einen Full-Face-Adventskalender gemacht habe. Und da habe ich auch, als ich den Look geschminkt habe, für mich persönlich gedacht so, also die matten Töne geil, aber bei den Schimmertönen und die Palette, die ich verwendet habe, kostet ein Vielfaches von den bei Beauty Bay Paletten. Ne? Die sind einfach nicht so krass. Und ich habe auch bei Beauty Bay Paletten zum Beispiel die Love Notes, wo ich halt auch diese lila Schimmertöne mit drin habe, die knallt so richtig. Und ja, das vermisse ich halt manchmal bei anderen Paletten und bei Beauty Bay hat es einfach drauf. Auch wenn ihr mich immer mal wieder fragt, so, Mensch, Claudi, kannst du das eine Palette empfehlen, die grüne Töne enthält, ne, oder die, keine Ahnung, Duochromes oder sonst was enthält und für kleines Geld, dann ich empfehle euch immer bei Beauty Bay mitunter, ne, also ich schicke dann auch immer weitere mit, sodass ihr da einfach gucken könnt, was euch dann auch von der Farbkonstellation gefällt, aber bei Beauty Bay ist immer für mich persönlich eine ganz große Empfehlung. Ja, und auch wenn Beauty Bay in Großbritannien sitzt, ich glaube, alles Warenwert 150 Euro ist noch safe. Da müsst ihr euch keine Sorgen wegen Zoll oder so machen. Ne? Wenn ihr darüber kommt, dann könnte es passieren, dass dann gegebenenfalls der Postbote Zoll haben möchte. Hatte ich persönlich noch nie. Dann habe ich noch eine Lidschattenpalette und zwar die Bright 2.0. Die müsste ich eigentlich auch noch da haben, weil ich halt immer wieder auch selber dort bestelle und mir dann auch gerne diese geilen neuen Paletten mitbestelle. Also ich habe auf jeden Fall hier die Earthy in der großen Variante. Die kann man da halt auch immer noch kaufen. Das ist diese mit 42 Farben. Es ist einfach der Hammer. Möglicherweise habe ich die Bright 2.0 letztes Mal nicht behalten oder keine Ahnung. Und ich hatte sie noch nicht. Doch, ich hatte die, glaube ich, schon. Wo habe ich die denn hingetan? Mir gerade nicht ganz so sicher. So schaut sie aus. Ah, okay. Weil hier nicht so super viele Schimmertöne drin sind. Okay, das ist möglich, dass ich die dann deswegen vielleicht mal aussortiert habe. Genau, weil wir haben hier nur 1, 2, 3, 4, 5. Ja, der ist nicht so ganz, also doch 6 Schimmertöne mit drin enthalten. Und ich habe hier viele von den Tönen in anderen Paletten von bei Beauty Bay. Okay, aber die ist an und für sich auch wunderschön. Ne? Wir haben hier auch eine schöne Farbkonstellation, womit man auch sehr bunt werden kann und sehr schön eskalieren kann. Aber ich meine, dass ich die dann aussortiert hätte. Doch, glaube ich wirklich schon. Ich meine, mich zu erinnern, aber trotzdem eine geile Palette. Also hier würde ich mich tatsächlich dann eher über die Earthy Palette freuen, weil die halt noch intensiver unterwegs ist. Aber wie gesagt, die habe ich ja schon in der Riesenvariante da. Ich glaube, die habe ich auch mal in der Mystery Box gehabt. Aber tatsächlich zwei Paletten in einer so einer Mystery Box für 35 Euro, da kann man sich, glaube ich, wirklich gar nicht beschweren. Vor allem, wenn es halt auch Paletten sind, die so eine Qualität haben. Als nächstes habe ich hier Pinsel drin enthalten. Das ist eine opulente Verpackung von einem winzig kleinen Pinsel. Also das ist ja Wahnsinn. Das ist so ein Eyeliner-Pinsel. Und ich habe auch von bei Beauty Bay solche Eyeliner-Paletten, die man mit Wasser aktiviert, so ähnlich wie die Suva-Paletten sind die. Und dann nimmst du halt so einen Pinsel und kannst dir das auftragen. Ich finde den Pinsel cool und werde den auch wo behalten. Ich habe nämlich so komplette Pinselsets auch von bei Beauty Bay, die ich immer gerne verwende, weil die sehr, sehr gut von der Qualität her sind. So eine Mega-Verpackung hätte ich jetzt eigentlich eher weniger gebraucht, aber gut, es ist wie es ist. Dann kann ich euch den Pinsel auch so mal zeigen. Die muss man erstmal ein bisschen wubbeln, weil die ja meistens dann noch so ganz fresh aus der Produktion sind, ne? Genau. Und damit kannst du dir halt einen Eyeliner ziehen. Ich finde es super, kannst da auch detailliert mitarbeiten. Der gefällt mir. Dann habe ich hier noch was Großes drin. Das ist ein BB 102, ein Foundation Stippling Brush. Das finde ich auch cool. Ja, und die Pinselsets kann ich euch auch volle Elle empfehlen, ne? Die sind wirklich gut. Und das kann ich, den müsste ich dann aber eigentlich auch in meinem Pinselset drin haben. Ich bin ehrlich, ich arbeite mittlerweile nicht mehr so viel mit Stippling Brushes. Sollte ich vielleicht mal wieder. Ich habe das heute, als ich das Fullface geschminkt habe, auch schon wieder gehabt, dass ich erst den Blush vorsichtig aufgetragen habe und dachte, das ist ganz schön wenig. Und hier bin ich eskaliert und dann war es halt einfach so, boom, da wäre sowas gar nicht verkehrt gewesen. Nun, ja, genau, aber finde ich auf jeden Fall nice. Ich werde mal schauen, ob ich den nicht vielleicht schon in meinem Pinselset drin habe. Ansonsten geht es halt auch entsprechend weiter, aber das ist ja nicht schlimm. Dann habe ich hier drei, ich glaube Eyeliner müssten das sein, von den Pastels. Aurora, Blue Skies und Ice Lemonade. Ich meine, dass ich die auch schon mal hatte.
beziehungsweise teilweise noch habe, weil die waren auch in den Sets drin von der Disney Collection, die es mal bei Beauty Bay gab. Ne? Also das ist jetzt so ein blass-lila Tönchen oder pastell-lila Tönchen. Hier habe ich jetzt Blue Skies, das müsste jetzt ein Blau sein, denke ich mal, so ein richtig schönes Himmelblau. Und ey, bei Beauty Bay hat so dermaßen das Sortiment erweitert, genau, so ein schönes Blau. Und da habe ich euch letztens auch mal ein Fullface zu geschminkt, wo ich euch auch die ganzen Produkte so gezeigt habe, in Einsatz gezeigt habe, die ich so hier habe, sodass ihr euch da auch ein bisschen einen Eindruck von geben konntet. Ne? Und dann hier Ice Lemonade, das dürfte dann ein Gelb sein. Das ist auch recht ungewöhnlich, ne? Genau, ja. Schaut so aus, kann man sich auf die Wasserlinie geben, kannst du aber auch für Detailarbeiten am Auge natürlich verwenden. Je nachdem, wie man das so einbinden möchte, dass man jetzt hier drei Eyeliner von diesen Pastels mit drin hat, weiß ich nicht. Ne? Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Variation gewünscht. Aber ich habe hier noch zwei weitere Produkte. Einmal habe ich hier den Lip Liner in der Farbe Whip. Whip ist hier die Farbbezeichnung. Ich habe ja sehr viele, den müsste ich sogar da haben, Lip Liner von Beauty Bay und mag die auch sehr gerne. Und das ist halt so ein perfekter Nude-Ton, den du zu so gut wie allen Lippenfarben theoretisch kombinieren könntest. Ne? Bisschen My Lips But Better, finde ich schön, dass man das hier mit reinmacht, weil das nicht so super krass außergewöhnlich ist. Und als letztes habe ich hier den Matte Lipstick drin. In der Farbe Cola, den habe ich, glaube ich, selber noch da oder letztens mal aussortiert, weil er mir dann doch vielleicht zu dunkel war. Der ist nämlich sehr, sehr dunkel und schaut so aus. Ne? Sowas ist mir eigentlich immer so ein bisschen zu dunkel, lässt mich sehr, sehr blass aussehen. Aber die Lippenstifte oder Lippenprodukte, ja doch Lippenstifte, ne, von Beauty Bay oder von By Beauty Bay, haben schon eine gute Qualität. Und das wäre jetzt so einmal die Box von By Beauty Bay gewesen. Wir hatten schon bessere. Wir haben jetzt immer mehr Skincare mit dabei, aber ich finde es jetzt ehrlich gesagt gar nicht schlimm. Das sind jetzt drei Skincare-Produkte gewesen. Zwei Pinsel hatten wir mit dabei, zwei Paletten, drei Eyeliner, einen Lip Liner, einen Lippenstift. Ich hätte es cool gefunden, wenn die halt noch irgendwie ein Base-Produkt mit reingegeben hätten. Ne? Ein Highlighter, Blush, Bronzer oder so. Da ist halt immer wieder das Problem, dass du natürlich nicht jedem dann gerecht werden kannst. Dementsprechend haben die dann deswegen wahrscheinlich drauf verzichtet. Also auch schon wieder in Ordnung. Aber vielleicht ein Setting Spray oder ein Primer oder ein Eye Primer. Haben die ja alles da. Oder vielleicht bringen die ja irgendwann mal... Oder haben die schon einen Puder? Nee, die haben doch gar keinen Puder, ne? Vielleicht bringen die ja irgendwann mal einen Puder raus. Sowas fände ich auch ganz cool in so einer Mystery Box, ne? Aber auf jeden Fall... Finde ich, preis-leistungstechnisch machst du hier gar nichts verkehrt. Jetzt schauen wir mal weiter zu der The Beauty Crop Box. Das ist diese hier. Hier hätte ich mir wirklich gewünscht, dass die anstatt von dieser Plastiktüte da drumherum noch irgendwie was Tütenmäßiges gehabt hätten. Weißt du, dass es halt irgendwie wie eine Box rüberkommt. 36, 30 oder 50 habe ich dafür bezahlt. Das war beim Ausverkauf. Die Marke ist mir persönlich relativ unbekannt. Ah, mir fällt gerade ein, ich kann sogar theoretisch dann diese Produkte auch in meinen Fullface Beauty Box mit reinpacken. Das finde ich super. Da bin ich ja nach wie vor immer schön jetzt wieder am Sammeln. Als erstes habe ich hier Vitamin Babe Microfiber Sponge drin. Okay, das ist so ein Schwämmchen. Ich glaube Katrin von Katrins Welt und so findet die total super. Ich mag die nicht so gerne. Also für mich persönlich sind das so Foundation-Fresser-Schwämmchen. Deswegen wird der dann auch weiter wandern. Aber an und für sich... Ratsch, ratsch, fühlt er sich also relativ weich an, ne? Was man so merken kann. Dann habe ich hier, und das finde ich super, diese Lippenprodukte. Cui Cherie, Set of Three Nourishing Lip Oils. Oh, Lippenöle sogar. Oh Gott, ja. Das finde ich ja krass, ne? Das dürfte auch so ein, oh. Der hier hat so Sparkles mit drin. Der ist einfach durchsichtig. Der hier hat so was Rotes mit dabei. Also ich finde die schön, muss ich ehrlich sagen, ne? Genau, ja, mag ich gerne leiden. Ich mag gerne Lippenöle, weil das so ein Zwischending zwischen Lipgloss und Lippenpflege ist, sodass du da halt einfach den Lippen noch ein bisschen mehr Liebe schenken kannst. Guck, das finde ich schon wieder nice. Wir haben hier ein Blush-Duo drin. Genau, richtig schön eingepackt. Und zwar ist das das Pomegranate in Papaya Blush-Duo. Da bin ich mal auf die Farbe gespannt. Oh, hier hinten steht drauf, dass die Marke auch cruelty-free ist, also tierversuchsfrei. Und ja... Müssen wir mal schauen, ne? Ich weiß gar nicht, ob online da groß was zu stand. Gut, hier die die Normalverpackung von dem Produkt sieht jetzt nicht so wunderschön aus. Eieiei, das ist ein Creme Blush und ein,
Puder. Aber das Puder sieht aus wie ein Zwischending zwischen Highlighter und Blush. Oder wie ein sehr dunkler Highlighter mit sehr wenig Schimmer. Sehr interessant, oder? Also ich finde es wirklich spannend. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren und euch dann auch ein bisschen mehr dazu sagen können. Das ist jetzt natürlich schwierig, wenn ich schon was im Gesicht habe. Als nächstes habe ich Wing Woman Nourished with Licorice Root and Blackberry Extract. Ist es, oh, ein Eyeliner. Das finde ich ja auch nice. Ne? Wenn es ein Schwarz ist, ist es perfekt, weil dann hat man halt so dieses Basic-Produkt, was man auch generell verwenden kann. Ja, richtig nice. Also das ist halt einfach so ein ganz klassisch schwarzer Eyeliner. Und sowas finde ich in solchen Mystery-Boxen auch sehr gut aufgehoben. Manchmal hast du hier natürlich auch so ein paar Fancy-Produkte drin, wie bei jetzt diese Pastell-Eyeliner oder ein colafarbener Lippenstift. Aber das finde ich schön. Ne? Haben wir hier einen Eyeliner mit drin enthalten. Nice. Mensch, also die Beauty Crop Box macht mich gerade auch wirklich sehr, sehr happy, wobei die ja sogar ein bisschen teurer war als die bei Beauty Bay Box. Hier habe ich auch einen Pinsel drin, der sehr hübsch aussieht und sehr fluffig ist, aber den kann ich mir für Puder, Blush, Bronze, Highlighter gut vorstellen. Ich bin da ja gar nicht so, ne? Ist der nicht schön? Der ist schön bunt. Und immer, wenn ich so bunte Pinsel verwende, fragt ihr mich super, super, super häufig, was ich so für einen Pinsel da gerade habe. Das sind dann entweder die von Crash Cosmetics oder das sind die von Spectrum oder so, ne? Und ja, hier habe ich jetzt einen von The Beauty Crop. Ich finde es nice, doch. Dann habe ich ja auch eine sehr tragbare Lippenfarbe und zwar in der Farbe Peach Please. Sehr nice. Smoothie Stick Lip Crayon. Ne? Und das ist halt eine Farbe, die auch super zu dem Lip Liner von bei Beauty Bay passen würde. Das ist einfach ein Stick. Sammy, nicht deinen Fuß essen. Du musst damit nachher noch laufen. Nickt in der Ecke und leckt seinen Fuß ab. Kann man machen. So, und das letzte Produkt aus dieser Box ist dieses hier und das ist eine Lidschattenpalette. Ich hatte echt drauf gehofft. Wie gesagt, ich habe von der Marke noch nicht wirklich was. Ich habe auch gar nichts von dem. Und habe dann natürlich gehofft, dass ich da auch ein paar Produkte einfach aus verschiedenen Segmenten auch finde, dass man da auch etwas intensiver einsteigen kann. Oh, aber das ist eine sehr, sehr basic Palette. Wenn ihr eine gute Qualität habt, ist es in Ordnung, ne? Vitamin Babe Eyeshadow Palette. Genau, also das ist dann passend zum Sponge. Wahrscheinlich eine Limited Edition oder so gewesen. Schauen wir mal, wie die so aussieht. Oh, ja. Erinnert mich vom Packaging auch ein bisschen hier an Colourpop, ne? Also das ist schon sehr ähnlich. Und die ist ein bisschen, weiß ich nicht, krümelig. Schaut so aus, ist eine absolute Warm-Tone-Palette. Ja, sehr viele Schimmertöne. Ausprobieren werde ich die. Doch, das werde ich ausprobieren, dass ich da mal gucke, weil ich mochte im Sommer zum Beispiel auch super gerne diese orangefarbenen Looks und die kannst du damit auf jeden Fall machen. Hast halt nicht so super viel Auswahl, ne? Denn du hast ein Aprikot, ein knalliges Orange, ein dunkles Orange und ein Braun als Mattenton und halt allerhand Schimmertöne. Aber du bist halt wirklich in einer ziemlich monochromatischen Ecke unterwegs. Joa, also da hätte ich mir vielleicht eine etwas abwechslungsreichere Palette für mich persönlich gewünscht, denke aber, dass diese Palette allgemein ganz gut ankommen wird, eben weil das halt nicht so eine super fancy-pansy Palette ist. Also ich mag beide Boxen. Ich finde, beide Boxen lohnen sich auch auf jeden Fall und ich denke auch, dass wir bei The Beauty Crop Box einen schönen Warenwert haben. Jetzt aktuell verfügbar sind auch noch diese Made by Mitchell Kits, wenn ich das gesehen habe und da kommen, wie gesagt, immer wieder welche online. Wenn ich da was finde, poste ich das super gerne. Und ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal so eine Mystery Box von bei Beauty Bay hattet oder von einer anderen Geschichte, die dort auch vertreten ist. Ne? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und dann wäre es das hier schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.